Hallo und herzlich willkommen zur Sportflecht-Telco. Wieder mal mit voller Besatzung. Das heißt, auch unser Bienchen ist wieder da. Und ja, hallo Sabine. Danke, danke. Schön, dass du wieder mal die Zeit für uns hast. Und ja, wie war denn deine Sportwoche so? Ja, ganz gut. Also Bei dir sind es ja schon Sportwochen. Wochen, genau. Ich habe immer noch keine Formel 1 geschaut, aber den Deutschland Cup, den habe ich mir angeschaut. Und natürlich Fußball, wie immer. Der Sonst Deutschland nichts. Cup war, fand ich echt. Also ich fand das ganze junge Team total erfrischend. Keine Ahnung, hat richtig Bock gemacht zuzuschauen. Gestern Abend hat er dann nochmal 3-0 gewonnen. Und ja, ich hatte einfach Spaß. War nur schade, dass in Krefeld so wenig Leute da waren. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, was es gekostet hat. Ist ja auch immer Weiß ich nochmal eine auch Frage. nicht. Zwar ab 20 Aber Euro das Ticket. ja, gut, geht aber eigentlich. Also. Finde ich Aber wie erst. gesagt, es ist trotzdem, ich fand das eigentlich auch mal schön. Und wie gesagt, ich finde es auch immer gut, dass die deutsche Nationalmannschaft, also DB, da eigentlich den Deutschland Cup auch nutzt, um wirklich mal Talente anzuführen oder auch mal Spieler auszuprobieren. Also das ist generell eine sehr, sehr gute Sache, finde ich. Ja, es hat richtig Spaß gemacht. Das war das letzte Meeting vor der WM-Quali und dem WM-Turnier im nächsten Jahr. Nur mal so. Ja, das ist ja eigentlich immer, es ist ja immer wieder dasselbe praktisch. Deshalb, also da mal auch zu sagen, hier, wir nehmen jetzt wirklich mal eine Menge Junge mit und wir nehmen mal eine Menge Spieler, die ich ausprobieren will, macht ja natürlich dann die Arbeit für den Bundestrainer auch leichter, wenn es dann Richtung Nominierung für die WMs geht. Ja, und So. Ja, Sabine, da mir ja eher zu dem kritischen Teil des Veranstaltungen Katar gehört, wie siehst du eigentlich Nationalmannschaftsnominierung? Ich zwar jetzt noch ein bisschen mehr, aber dadurch, dass du ja bis jetzt gedrückt hast. ja, also nochmal, ich wollte Katar gucken, habe mir auch gedacht, komm, ich kenne dich, du guckst sowieso Katar und ich sehe die ganze Nominierung genauso kritisch wie ihr. Aber ich habe mich tatsächlich gestern dazu entschieden, dass ich es nicht gucken werde. Und zwar gibt es aktuell eine Dokumentation auf Netflix. Und da geht es also um um Sepp Blatter, um die Nominierung, was da alles schiefgelaufen ist. Und wie gesagt, da habe ich dann gesagt, da bin ich jetzt auch raus, wirklich. Also das mit der Spruch mit den Bonbons, also dass Frauen wie Bonbons sind, ist mir auch schon sauer aufgestiegen, aber das war jetzt noch das Tüpfelchen auf dem i. Also unterstützt du auch unseren Aufruf, boykottiert Ja. Katar, geht zum Frauenfußball. Genau, Frauenfußball. Stichwort. Warum darf ich nicht Damenfußball sagen, sondern muss Frauenfußball sagen? Wenn du dir jetzt vorstellst, eine Dame ist eine Dame, die angezogen ist und es ist so ein Klischee, die geht dann halt raus. Eine Frau ist ihre Frau mit, ja, und tritt gegen den Ball. Eine Dame, die gegen den Ball tritt, hört sich irgendwie komisch an. Eine Frau, die gegen den Ball tritt, da ist was dahinter. Wenn du von einer Frau eine Klatsche kriegst, sag ich mal, dann tut es weh. Wenn eine Dame dich klatscht, dann merkst du das nicht. So ungefähr. Okay. Also ich würde sagen, meine Mutter ist eine Dame und von der kriege ich ab und zu immer noch eine. Und ich merke das. Das ist eine ganz andere, das ist eine ganz andere Geschlechtsgattung. Nee, also das ist so meine Erklärung. Also Dame ist eher so Etepetete und Frau ist halt, ja, Power. Aha. Okay. Gut. Aber Ich werde. vielleicht wird es Lars, egal ob er es versteht oder nicht versteht, irgendwann für sich abspeichern, dass das Ding Frauenfußball heißt. Ja, ich So. versuche generell, dass es Frauensport und kein Damensport ist. Ich übe dran. Es Also gibt ja lernen auch dürfen wir einfach noch nicht so. Aber es heißt ja auch deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen, nicht deutsche Fußballnationalmannschaft der Damen. Ja, weil die es so sagen. Ich würde froh sagen. Es ist, also Dame ist eigentlich, es ist nett gemeint, aber es ist in dem Fall, weil es ist Sport, es ist Frauen. Es ist auch in jedem anderen Bereich Frauenbiathlon, Damenbiathlon, ich glaube, das gibt es gar nicht. Also ich denke mir, das ist einheitlich einfach Frau. Ich werde mir Mühe geben. Ich nehme mir das für nächstes Jahr vor, weil wir sind ja quasi jetzt schon in diesem ganzen
Komischerweise, vielleicht liegt es auch an dem letzten Bundesligaspieltag, der jetzt im November ist, so eigentlich schon in dieser, oh, ist ja schon rum, Gedankenwelt lebe. Ist komisch, oder? Moment, das ist echt. Ja. Und wie ist das bei euch in der Familie? Schaut die Familie Fußball oder sagt dein Vater und deine Moms und so auch, nö? Also meine Mutter guckt eh nicht und ich denke mal, wir werden gucken. Also Hm. sag ich jetzt mal ganz. Nee, ich lache nur über Sabine, weil dein Vater und deine Mams. Ja. Es war für mich neu, dass du zwei Mütter hast oder drei, aber. Ja. Ist Niederländer platt. Ja, mein Ah. Vater guckt es auch nicht. Der ist. Ja. Ich habe ehrlich gesagt noch mich überhaupt nicht mit der WM beschäftigt. Ali, Geht weil in ich mich ja. 6 Tagen geht sie los. Ja, ich muss jetzt ehrlich sagen, durch diese ganzen englischen Wochen war ich noch so auf Bundesliga und Europapokal fixiert, dass das alles bei mir noch überhaupt nicht so richtig angekommen ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer überhaupt mitspielt. Gut, ich weiß, wer bei uns in der Gruppe ist, ja, aber das ist so ziemlich das Einzigste. Ich weiß auch nicht Ich weiß gar viel. nicht, wann wir spielen, also in dem Sinn. Manchmal wieder mag ich, bereite mich 3 Tage vorher drauf vor. Also ich glaube, wir spielen nächste Woche Mittwoch das erste Mal und Dienstag, glaube ich, England das erste Mal. Aber ja. Ich hatte. Erstmal spielen wir diesen Mittwoch gegen den Oman, ja. Okay. Wir bereiten uns also standesgemäß mit einem knüppelharten Gegner auf die WM vor. Ist Ja. so. Ich habe gestern war noch ein Video, was verbreitet wurde von Katar selber. Da waren Leute aus Katar in Deutschland-Dress und Deutschland fahren am Rumhüpfen. Und es war alles sowas von befremdlich. Auch die ganzen Infos für die Fußballanreisenden und ah nee, also wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage, weil ich bin raus. Also da bin ich jetzt auch mal raus. Puh, boah, das ist eine harte Aussage für die FIFA. Sabine ist raus. Ja. Oh, Ob naja. der Infantino sich jetzt nicht vielleicht doch noch mal überlegt, ob er es absagt. Eieiei. Ja, wahrscheinlich schon. Jetzt ja. Jetzt Jetzt, hat ne? das ganze Ding ja keinen Sinn mehr. Ja. Gut. Aber Sabine, sag mal was zur Bundesliga-Halbserie. So, Ja, Finale. spannender als erwartet auf jeden Fall. Es waren interessante Spiele mit dabei. Von den Bayern her, ich bin jetzt eigentlich mal ganz froh, dass so ein bisschen, ja, ein bisschen, also ich sag mal, dass alles ein bisschen enger zusammengerückt ist. Bin ich auch ehrlich, weil normalerweise ist es halt echt immer so, dass, scheiß Bayern und was nicht noch. Und jetzt sind es einfach mal 4 Punkte und es ist alles eng und es ist super. Und ja, also ich finde die ganze Geschichte richtig, richtig spannend. Überraschungsteam für mich ist absolut Union Berlin. Und ich freue mich total über Freiburg. Ja, und ich bin auch überrascht, dass die Kölner so abgesagt sind, natürlich. Ja. Und so negative Überraschung, hast du da irgendeine? Bochum? Nein, das war schon von Anfang an eigentlich klar. Ich habe irgendwo mehr erwartet von Augsburg und von Stuttgart. Gut, Stuttgart ja, Augsburg ist eigentlich auch da. Sagen wir mal so, da war ich ein bisschen überrascht, sage ich ganz ehrlich. Ich fand eigentlich, dass wir über weite Strecken einen ganz ansehnlichen Fußball gespielt haben. Ja. Dass das am Ende wieder so tief in den Keller ging. Ja. Ja, Stuttgart, ja, bin ich eigentlich auch. Und das ist für mich auch so ähnlich wie die Hertha, negative Überraschung. Wie immer eigentlich. Ja, klar, Leverkusen muss man irgendwo trotz den 9 Punkten in der letzten Woche, das darf man ja auch nicht vergessen, ist natürlich auch extrem schief gelaufen diesmal. Wobei, also jetzt, wie gesagt, das ist der Vorteil von englischen Wochen. Ja, positiv muss man die Freiburger nennen. Weil das ist auch, denn die haben auch die Dreifachbelastung und trotzdem das recht gut durchgezogen. Ja, und Union Berlin, wie gesagt, auch wenn es jetzt am Ende auch denen wirklich, hast du gesehen, ein bisschen die Kraft ausgegangen ist, trotzdem auch, wie gesagt, insgesamt gesehen super, super performt. Wie gesagt, ein bisschen negativ. Was?
Hallo? Irgendwie, ich weiß nicht, war das jetzt der Marc oder? Nee, du Ich warst mach weg. gar nichts. Ich bin still. Du warst weg. Nee, und Dortmund muss man auch sagen, also da bin ich auch ehrlich gesagt, sowohl fußballerisch als auch punktetechnisch, war das doch eigentlich auch relativ mau für die Ja, Mannschaft. definitiv. Und die haben auch viel Sympathiepunkte liegen lassen. Na gut, das ist bei mir relativ einfach. Wenn du nicht viel hast, kannst du nicht viel liegen lassen. Aber Aber positiv natürlich auch noch Werder Bremen, ne? Muss man auch mal sagen. ja, Platz als 9. Aufsteiger. Die machen so ein Buch wie Bochum davor das Jahr. Und Ja gut, sagen wir mal, Bochum muss man ja auch sagen. Schön, dass sie diese Hilfe aus Frankfurt so dankend angenommen haben und es dann auch gleich wieder weiter umgesetzt haben. Also muss man ja auch mal sagen. aber denk mal, Frankfurt hätte gewonnen gegen Bochum. Dann wären die Frankfurter auf dem zweiten Platz. Vor Freiburg, Erinnere glaube mich ich. nicht an die zwei Spiele, die man hätte eigentlich gewinnen müssen. Aber so ist Fußball. 3 € ins Phrasenschwein. Ja. Damit müssen wir echt mal anfangen mit dem virtuellen Phrasenschwein. Ja. Dann wäre der Lars pleite. Ja, aber hallo. Nur weil ihr nichts sagt, so. Ich freue mich total auf Wintersport. Also wirst du aber noch ein bisschen warten müssen. Ja, aber das ist für mich, keine Ahnung, ich hatte letztes Jahr überhaupt keine Lust auf Wintersport. Dieses Jahr habe ich irgendwie total Lust auf Wintersport. Wie Ja, gesagt. Dann guck dir Skispringen an und dann hast du keine Lust mehr. Weil alles Ja, grün ist, ja. also Ja. das fand ich da in Dings schlimm. In Wismar. Grüne Hänge, grüne Matte und dann sind sie dann hinten noch über den Auslauf über den Rasen gefahren. Ich mir auch gedacht, so, also irgendwie, nee. Übrigens hatten wir eine Frage im Kommentar, ob wir die WOC-WM gucken und was wir davon halten. Ich gucke sie nicht, aber ich finde die Idee einfach lustig. Ich finde die Idee auch lustig. Habe auch hin und wieder mal ein bisschen was gesehen, aber ja. Ich habe es auch nicht geguckt. Ich fand es damals mit Stefan Raab, als es rauskam, fand ich es witzig. Ich habe es mir auch angeguckt, aber wie bei so vielen Sachen, irgendwann verliert man den Spaß auch an irgendwelchen Dingen. Ja, das ist ja das generelle Problem, wenn du so gerade bei solchen, ich sag mal, Fun- oder Events sagst, wenn sie dann auch ein bisschen totgenudelt werden oder beziehungsweise ja, ich hätte was gesagt, irgendwelche Leute dann betreiben, wo du auch denkst, so, na, nee, also jetzt auf den habe ich ja gar keinen Bock, dann läuft sich sowas natürlich auch ein bisschen tot. Also meiner Meinung nach. Kann natürlich jeder anders sehen und sich darüber freuen. Hat ja jeder sein Recht dazu. Aber wie gesagt, so generell, also ich habe auch auf diese ganzen Promi-Dinger meistens keine Lust. Muss ich ehrlich zugeben. Nee, gut, da müsste man ja vielleicht auch erstmal das Wort Promi Das wollte ich gerade sagen, dann müsstest du auch gleich noch den auflösen. Promi kennen. Stimmt, die Aber meisten kennt man echt nicht, ne? ich bin da mehr so der Freund vom Gesamtsport. Aber wie gesagt, so Sachen sind mal lustig. Ja. Genau. Boah, was wollte ich denn jetzt noch? Wir haben noch gar keine Formel 1. Sabine, hat dein Vater keines Formel 1 geguckt? Doch, aber ich habe mich entfernt. Er hat geguckt und ich weg damit. Ja. Ja. Na gut, muss ich mich mit Marco unterhalten. Ja, bitte. Wie immer. Nee, ich hab aber auch wirklich wenig gesehen, hauptsächlich gelesen. Erster Doppelsieg von Mercedes seit langer, langer Zeit gefühlt wieder. Ja, ist das eigentlich, Marc, so Fingerzeig Richtung nächste Saison oder im Moment einfach dem Ende der Saison geschuldet? Nö, schon der erste Fingerzeig für 2023. Also, sonst hätte ja Mercedes zur Hälfte der Saison sagen können, wir entwickeln dieses Auto nicht weiter und machen mit einem komplett neuen im nächsten Jahr weiter, sondern sie haben es ja weiterentwickelt, um quasi auf dem Auto, mit dem sie die Saison jetzt dann beenden, dann im nächsten Jahr aufbauen können. Also deswegen.
Ja gut, sagen wir mal so, wenn die Entwicklung so weitergeht und sagen wir mal Ferrari Standfestigkeit in seinen Reihen bekommt, könnte es nächstes Jahr wirklich sehr, sehr spannendes Kampf um die Weltmeisterschaft werden. Definitiv. Also vor allem kann man auch die nächsten Jahre, könnte man noch was davon haben, weil Charles Leclerc und Max Verstappen und George Russell ungefähr das gleiche Alter haben. Also die sind 25 und 24. So, und das sind diejenigen im Endeffekt, die ja mittlerweile in ihren Teams ja die Führungsrolle übernommen haben. Lewis Hamilton ist natürlich immer noch da und immer noch dran, aber es ist, glaube ich, vielversprechend, wenn man sieht, dass das erste Rennen und den ersten Sieg in diesem Jahr George Russell geholt hat und nicht Lewis Hamilton für Mercedes. Ja, aber wie gesagt, gut, es ist irgendwo ein Generationenwechsel steht an. Die Frage ist natürlich, wie viel kann der Hamilton mit seiner Erfahrung noch in der Weiterentwicklung vom Auto dazu beitragen? Weil Ja, gut, am Ende des Tages natürlich geben die Fahrer den Ingenieuren immer ein gewisses Feedback. Aber ich glaube, das wird jetzt auch teilweise ein bisschen zu hoch gehangen, dass die ja, Fahrer so massiv in der Entwicklung beteiligt sind. Also die geben Feedback, sagen, in welche Richtung das Auto sich verändern soll, aber den Großteil machen natürlich die Ingenieure. Also, und beziehungsweise die Datenanalysten. Und ja, am Ende ist, glaube ich, der Part von den Fahrern wichtig, aber nicht so, wie er teilweise da immer rausklingt, wenn es um die Entwicklung des Fahrzeugs geht. Weil sie geben nur Feedbacks und dann darfst du auch nicht vergessen, jeder Fahrer hat auch noch seine Eigenarten. Also bei Sebastian Vettel konnte man das über die Karriere sehr gut sehen, dass er mit ganz gewissen Fahrzeugen besser zurechtkommt als mit anderen. Und dann sagst du natürlich als Fahrer, ich möchte, dass das Auto in die Richtung entwickelt wird. So, also ja. deswegen. Wie gesagt, gut. Es war ja auch mal, sagen wir mal so, ich persönlich habe natürlich ein bisschen geschmunzelt. Man muss natürlich auch die Umstände sehen. Das war natürlich, dass Kevin Magnussen mit Haas ins Sprintrennen von der Pole startet. Das sind einfach, sagen wir mal, ich sage immer, das sind diese schönen Momente im Sport. Wie gesagt, jeder weiß, wie es zustande gekommen ist. Aber trotzdem, irgendwie ist es trotzdem mal schön, wenn sowas immer mal wieder passiert. Zum einen ist es schön, wenn es passiert und in 10 Jahren, wenn du in die Statistiken guckst, steht da nur drin, dass er die Pole geholt hat. Ende. Ja, nee, So. deshalb, also, aber man muss es ja auch einfach sagen, er hat es halt zu dem Zeitpunkt, war er der schnellste. Punkt aus. Die anderen hätten ja vorher auch schneller fahren können. Das steht jedem frei, dass Genau, er eben eine schnelle deshalb. Runde dreht. Gut. Deshalb, also, das fand ich natürlich auch nochmal so ein schönes Highlight von São Paulo, irgendwo, das halt mal wieder ein Exot, das muss man ja so wirklich sagen, mal eine Pole Position geholt hat. Und ja, ich glaube, sonst. Eigentlich kein schlechtes Rennen. Sao Paulo ist eigentlich immer kein schlechtes Rennen, aber war jetzt auch nicht spektakulär. Oder hast du da andere Meinung? Ja, gut, wie gesagt, ich meine, über die eine oder andere Entscheidung von den Stewards kann man schon ein bisschen den Kopf schütteln. Als da Hamilton und Verstappen gecrashed sind, weiß ich jetzt nicht, warum man die Schuld ganz alleine Verstappen gegeben hat, weil man kann auch sagen, Hamilton wusste ja, dass er neben ihm ist und dann braucht man auch nicht so reinziehen. Also. Das ist es ja meistens. Im Prinzip ist ja eigentlich immer zum Unfall gehören zwei. Ja gut, es gibt Unfälle, da ist es klar, da gibt es eine ganz klare Klar. Schuldfrage. Wenn du dir die Szene zwischen Stroll und Vettel anguckst, da braucht man nicht zu drüber diskutieren, wer die Schuld hat. Und da sind die 10 Sekunden, die der Stroll bekommen hat, eigentlich noch geschenkt, weil das hätte richtig böse ausgehen können an der Stelle. Und wenn du dir dann aber natürlich solche Unfälle anguckst, wie jetzt zwischen dem Hamilton und dem Verstappen, da muss ich wirklich sagen, er hat ihn gesehen, weil vorher, das ist ja das Senna S, im ersten S-Eingang hat er ja gesehen, dass der Red Bull vor ihm sogar ist mit der Nase. Und dann hat er im Endeffekt ihm gar keinen Platz mehr gelassen. Ich meine, Verstappen war schon komplett auf den Curbs. Und Ja. das sind dann so Sachen. Und dann zu sagen, ja, der Alleinschuldige ist daran, Verstappen ist dann so für mich, ist mir auch zu billig, weil ich dann ganz ehrlich sagen muss,
er wusste, dass er neben ihm ist und dann lässt man einfach den nötigen Raum, ja, und sagt nicht, nö, ich habe ja eh die Ideallinie, der andere ist mir egal. So. Ja, aber nee, ansonsten war ein nettes Rennen, war ein schönes Rennen. Natürlich ist ein bisschen die Spannung auch aus allem raus. Es ist schön, dass George Russell seinen ersten Sieg eingefahren hat. Die Geschichte mit Magnussen ist gut. Jetzt die Woche über sind wir jetzt gespannt, was jetzt bei Mick Schumacher rauskommt und ja, warten wir es ab. Ja. Gut, so, dann geht's nochmal zum Schluss. Holen wir nochmal die Sabine im Board. Die muss ja eh, sagen wir mal so, bei dem Thema über beide Backen grinsen, American Football, war natürlich das große Spiel jetzt München. Meinst du das? Das, nein, ja, ich wollte aber eigentlich mehr, wie fandet ihr eigentlich das im Vorfeld? Haben sie ja Flag Football gespielt. Mhm. Und haben ja auch auf der Seite den Tobias Steinfurt, der also jetzt mit dem NFL-Schulprogramm in Flag Football kommt. Wie findet ihr eigentlich, dass das mal, sagen wir mal, der Rahmen wirklich genutzt wurde, um, sagen wir mal, vielleicht auch den Sportart ein bisschen vorzustellen? Als ja doch irgendwo Hinführungssportart zum American Football. Also ich fand's gut, klar, also wenn, vor allem wenn das das Publikum ist da, weißt du hast die Möglichkeit, das vorzustellen, das ist natürlich für den Flag Football mega, mega gut und ja, ich fand's auf jeden Fall gelungen. Glaubst du, dass man damit irgendwelche Begeisterung für den Sport wecken kann oder denkst du einfach, okay, das waren jetzt eh in München alles Football-Fans? Du, ganz ehrlich, da war so viel Gänsehaut, da waren so viele tolle, sportbegeisterte Leute im Stadion aus ganz Deutschland und aus Europa. Wenn das keine Werbung war für Football generell und auch für den Flag Football, weiß ich nicht. Also es war, ich fand das ganze Event mega, mega schön und wirklich gelungen. In einem sehr schönen Stadion. Ja, mit schlechtem Rasen. Das war nämlich die Kritik am Rasen, die ist jetzt natürlich wieder weggefallen, dass der Rasen viel zu weich war. Der war schon seit Wochen hin. Der war schon seit Wochen hin. Ja, es ist aber auch kein football-typischer Rasen, der da in der Allianz Arena verlegt ist. Ja. Da hat der Rasen schon. Gut, ist ja auch logisch jetzt im Prinzip. Ich weiß gar nicht, was die dann für eine Rasenmischung drauf haben oder ob die dann einfach einen festeren Untergrund brauchen. Aber das ist, fand ich ja auch die Diskussion während dem Spiel mal, dass ja anscheinend auch die Spieler von der Liga fordern, dass eigentlich wieder mehr vermehrt auf Rasen gespielt wird. Hm. Wie gesagt, es erklärt sich schon von alleine, warum in der NFL der Rasen oder der Untergrund ein anderer ist als im europäischen Fußball. Ich glaube, der leichteste Spieler im American Football ist immer noch schwerer als der schwerste Spieler im Fußball. Ja, auch ich glaube auch, Herr Süle kommt nicht so richtig in diese Gewichtsklassen. Wohl, also wenn ich den in Gladbach in seinem Trikot gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, so, wollen er die Waldfee, Junge. Also ich glaube schon, dass der Süle schwerer ist als der Kirk Cousins. Ich weiß es nicht, aber ja, im Football bin ich schon richtige Schwergewichte. Aber ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, auch die kleinen Running Backs im American Football bringen richtig Gewicht mit. Und das täuscht oft auch, ne? Ja, natürlich täuscht es. Ich meine, aber wenn du mal vor denen gestanden hast, Interviews mit denen geführt hast, dann siehst du schon, was das auch für kleine Koffer sind. Also deswegen glaube ich trotzdem, dass einer der leichtesten Spieler der NFL immer noch in der Regel schwerer ist als der schwerste Fußballspieler in der Bundesliga, weil auch Herr Süle, glaube ich, wird angehalten, sein Gewicht zu halten. Ja, ich glaube auch, dass er immer noch, dass das einfach an dem Trikot lag, dass er etwas unförmig aussah. Nee, also am Freitag habe ich echt gedacht, so, wow. Der einzige 90 Spieler, Kilo. Der immer Übergewicht hatte, war hier bei der Eintracht der Herr Kayo. Kayo, ja, und ich glaube, aber auch der gute Stendera war immer an der Kante. Aber gut, der Stendera war so klein, dass es nicht gereicht hat. Nee, aber der Kayo war ja ein bisschen größer und wenn er dann da von seiner Mami nach Frankfurt kam, hat das schon ganz schön gespannt am Bauch, das Trikot. Aber das weiß die Sabine natürlich nicht, weil sie sich nicht mit der Eintracht befasst. Natürlich nicht. Natürlich nicht.
Ich kenne nur Ja, aber du hast ja 100.000 andere Vereine, die du toll findest. Ja. Nur, da siehst du ja auch, Sabine, guck mal das Ergebnis unserer Kickermannschaft an, wo die Götter stehen. Und dann guck dir die Kader an. Dann Unfair. Dann würde ich sagen, ich habe nichts mehr. Morgen im Vlog, bevor die Sabine fragt, wenn wir uns natürlich mal ein bisschen noch mit der National Football League auseinandersetzen, Spiel in München generell, wie es so aussieht. Ja, und am Freitag, ach, am Freitag machen wir nichts, aber am Donnerstag, wenn wir uns dann mal Richtung WM wahrscheinlich auch mal bewegen müssen, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Und wird ein spannendes Gespräch. Oder wir sprechen einfach mal über die Japan-Reise von der Eintracht. Da können wir, glaube ich, dann beide mehr beitragen. Alles klar. Sabine, du noch was? Nee, alles gut.